Was ist, was? Da, wie, was? Ist das dieses Demon's Souls, von dem ich so viel gehört habe? Irgendwas mit S. Und ich glaube, man soll hier alles angreifen in diesem Spiel, dann ist gut. Ich glaube, du musst dich vor die stellen, bis sie dich anspucken und dann hast du das Spiel durchgespielt. Von hier backstabben, du musst dich, genau. Ja. Jetzt, glaube ich, Viereck? Okay. Nee, scheiße. Das war auch nicht Viereck, das war Kreuz. Das ist auch nicht Mario. Warte, was ist das nochmal? Warte, bin ich gerade bei dir? Der Witz ist, wir haben lange nicht mehr Dark Souls gespielt. Wir hätten die ganze Folge, weißt du? Mit diesem einen Witz füllen können. Es ist allerdings auch so ein bisschen trauriges, ein weinendes und ein lachendes Auge, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie geweint, ich weiß es nicht. Denn man merkt sicherlich, dass hier eine Stimme fehlt. Und das finden wir sehr traurig, haben es aber akzeptiert, denn Leo hat sich dazu entschieden, wie ihr an der Stelle sicher schon gemerkt habt, dass er nicht mehr mitmacht bei Time to 3, weil da einfach jetzt der Funke fehlt, der Spaß an der Sache fehlt und da ein paar andere Sachen dazwischen gekommen sind. Wir verstehen uns mit dem Leo immer noch knorke, aber... Ja, nicht besser als vorher. Kann ich für mich sagen. Ja, ja. Aber akzeptieren natürlich diese Entscheidung, weil wir Time to 3 halt gemacht haben mit dem Gedanken, aus Spaß einfach nach der Arbeit noch weiter zocken, wenn der Spaß nicht mehr da ist. Naja, was soll man das? Ich bemerke gerade selbst, wie das klingt. Jetzt sind wir zwei nämlich nur noch hier und Leo ist gerade gar nicht da. Und das klingt echt so, als ob wir uns hassen. Ja, aber tun wir nicht. Nee, wir sehen also uns doch ab und zu auf der Arbeit, ab und zu sogar. Nicht mehr sonst. Genau. Und wir haben auch von vornherein gesagt, so wie Leo wieder sagt, okay, ich habe wieder Bock. Ja. Dann geht's halt mit Leo wieder weiter. Genau. Wir wollen aber deswegen nicht Dark Souls links liegen lassen. die Geschichte dahinter ist tatsächlich so, dass ich jetzt seit 4 Wochen oder so Dark Souls selbst gespielt habe. Ich habe Dark Souls durchgespielt. Ich habe Dark Souls im New Game Plus fast schon wieder durchgespielt, habe mehrere andere Charaktere angefangen, habe inzwischen auf Steam über 60 Stunden, glaube ich, in dem Spiel versenkt, weil es plötzlich geklickt hat, dieses Ding. Und ich habe mich schon so drauf gefreut, endlich mit euch beiden wieder so zu zocken so halt diesen Wandel zu haben, dass man es jetzt auch endlich mal durchspielen kann, weil jetzt, wie gesagt, der Funke bei mir übergesprungen ist und Dark Souls mir richtig Spaß macht. Ja. Man sollte auch vielleicht sagen, es würde auch sehr wahrscheinlich Ersatz geben. Nein, Ersatz für Leo wird es ja niemals geben. Das war ein falsches Wort. Es wird, ja, wie soll man das sagen? Das ist so, als wenn du in die Schulter geschossen wirst, aber wir haben so ein klein bisschen Salbe, die wir drauf schmieren. Das ist ein sehr gutes Lob für denjenigen, der. Wir haben ein bisschen Salbe, die sprechen kann. Ja. Die, mit der wir uns einschmieren werden. Ich glaube, wir können das können wir sagen. Das können wir werden eingeschmiert. Als Metapher so stehen lassen. Finde ich sehr schön. Also, der guckt unsere. Oder die? Oder das? Ich möchte ja noch keinen Spoiler machen. Ja, gut gerettet, Robin. Aber. Aber, das kann. Also, ne? Haben wir Havels Ring zufällig? Was denn Havels Ring? Achso, nee, haben wir nicht. Wo gibt's denn den? Weil wir haben. Achso, den gibt's doch bei Havel da. Richtig? Havel droppt den. Ja, lass mal. Wir haben nämlich. Wir sind über diesem Equip-Limit und ich kann nicht über diesem Equip-Limit spielen. Oh, Nerd Equip-Limit, ey. Ist das ekelhaft. So. Es macht keinen Spaß, wenn ich mich auskenne. Nee, wirklich nicht. Das hier hat ganz gute Werte und schön. Das war doch alles rot. Wo war das denn gut? Naja, also, dass es schlechter ist als die Silver Knight Armor, ist mir schon klar. Aber die Silver Knight Armor ist viel zu schwer. Also ich muss unter. Bist diese du immer der Ausweich, ja? Ich muss halt so eine. Nee, das ist immer das noch, jetzt gar immer nicht noch die Fatty Roll. Scheiße. Ich glaube, es liegt eher an dem Schild. Noch was auswechseln. It lays Black Knight on the Shield. Hier 6 Weight ist doch nix. Na, aber woran soll es denn sonst liegen? Das hier hat 4,8. 5, ja, doch, okay, es liegt am Schild. Ja, also, ey, Dark Souls Nerd von wegen. Ja, das reicht haben wir tatsächlich nicht das Spider-Shield? Das habe ich das reicht schon. Genommen. So. Okay. Ah, du kennst sogar die genauen Anzahl des Weight Limits, wann nee, die Rolle ist ja keine ändert, genaue ne? Anzahl, es ist einfach die Hälfte. Du hast sie selbst berechnet. 32,7 von 67 sind unter der Hälfte und deswegen können wir so rumrufen. Nerd ist er auch noch, ey. Und wenn du unter einem Viertel bist du nochmal ein Stück schneller. Was denn ein Viertel? Okay. Spätestens jetzt übertreibst. So, wir haben ihn schon, wir hatten ihn ja schon mehrmals angegangen. Ich habe mir tatsächlich dann nochmal so ein paar Folgen von uns angeguckt, nachdem ich jetzt selbst. Dann aber Leo gefeuert, weil das einfach nicht mehr ging. Was?
Ich hab gesagt, boah, ist das eine Scheiße, Leo. Entschuldigung. Nein, warum nicht? Ja, dann hättet ihr ja mich feuern müssen, weil ich so scheiße gespielt habe. Weil ich kann mir nicht mehr angucken, stimmt, wie ich in unseren ersten Folgen gespielt habe. Kannst du mir aber zeigen, wie du diesen Trick, den du hattest, bei diesem diesen Boss? Trick? Du hattest bei diesem Boss einen Trick benutzt, den ich noch nicht kannte. Ich würde den zeigen. Ne, doch, das ist ja der, den Leo auch benutzen wollte. Ne, also wir beide kannten den, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und ich würde ihn gerne mal sehen. Soll ein bisschen leiser machen, oder ist das kein Problem? Ich glaube, das ist kein Problem. Wir haben übrigens neue Mikros. Wir haben neue Mikros, wir können uns gerade ganz frei bewegen. Ich kann den Tom gerade ins Gesicht fassen, ohne dass das für euch irgendwelche Einwirkungen hat. Endlich. Endlich kann ich Tom ins Gesicht fassen. Dead Damage. Dead Damage. Ja, wir machen wirklich nicht viel Schaden. Ne? Ich habe übrigens einen neuen Run nochmal angefangen mit dem Klerika, weil ich mal Wunder ausprobieren wollte. Und wirklich der erste Black Knight, den ich getötet habe, hat das Black Knight Sword gedroppt. Krass. Das habe ich zweimal aufgerüstet und jetzt macht man irgendwie alle Gegner mit einem Schlag platt. Hast du auch mal das Balder Side Sword gefunden? Ja, so mit meinem Hauptcharakter, aber das ist nicht so gut wie mein Fury Sword, was ich von Quila geschmiedet habe. Und ja, ich bin inzwischen ein bisschen mehr drin in der ganzen... Naja, es würde aber, glaube ich, besser werden. Ich habe es voll ausgerüstet. Es ist... es ist besser, aber wenn ich 10 Humanity habe, ist Quilax besser, weil das scaled mit Humanity. Wenn du, je mehr Humanity du hast, desto mehr Schaden macht das. Das macht so keinen Spaß mehr, wenn du mir sowieso widersprichst, ganz Tom. Das war gerade alles... Das ist gerade so, als ob ich mein Papa irgendwie... Ah, damals, ne? Ja. Da war mein Papa der beste Papa der Welt. Aber dann hat er, als ich 5 war, meine Mama verlassen. Aber in meiner Erinnerung war das der beste Papa ever. Und dann 10 Jahre später treffe ich den wieder und das ist einfach so ein besoffener, Mensch. Und das bist du. Nur das Gegenteil. Ja, tut mir das leid. Ist quasi, das ist mein Papa quasi vorher so ein besoffener Spast war, der immer in die Lava gesprungen ist. Ja? Und jetzt ist das so ein netter, der das Gehalt, der mir Geschenke zahlt, gibt. Wenn ich Sachen lehre. Das Studium finanziert. Oh, was ein Albtraum. Furchtbar. Guck mal, das sind ja schon fast besiegt. Ja, so ist das ja auch sehr einfach. Das ist völlig verrückt. Du trainierst gerade für Dark Souls 2, ne? Das liegt gerade vor uns, tatsächlich. Genau, Dark Souls 2 liegt vor uns. Ja. Und wir spielen Dark Souls 1, weil wir sagen, nein! Also ist es halt so ein bisschen, wir haben uns halt überlegt, machen wir jetzt Dark Souls noch weiter und dachten dann, ja, also es wäre halt super unbefriedigend auch für euch, wenn wir da jetzt aufhören würden. Und das war halt, also ist ja unser erstes jemals gestartetes Spiel. Das stimmt. Und das fände ich jetzt schade, wenn wir einen auf Game Grumps machen und unser Sonic 06 einfach beenden. Die Parallelen, das habe ich Tom gerade schon gesagt, sind ein bisschen erschreckend tatsächlich. und das hat mich immer gestört, weil dass sie einfach damit aufgehört haben und das war meine Lieblingsserie. Und ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, dass es auch mit dem anderen Typen da. Weiß auch nicht, wer. Ich bereite mich schon mal darauf vor, dass bei uns werden wird. Ja, die Salbe da, bis die Salbe da kam. ich hätte immer mir gewünscht, dass sie es weitergemacht hätten. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen es trotzdem weiter. Aber Dark Souls 2 werden wir dann mit Salbe, mit Herr oder Frau Salbe spielen, weil das ja auch was Langfristiges wäre. Tom wird das schon vorher spielen. Es wird quasi die komplette Rollenverteilung. Tom wird dann derjenige sein, der uns hilft in Notsituationen. Ja. Und ich und Herr oder Frau Salbe werden dann spielen. Und verzweifeln. Und der euch sagen wird, oh, hier ist, oh Gott, wird das scheiße hier. Oh, jetzt kommt der schwerste Part. Jetzt aber kommt Spaß, aber wirklich Spaß habt ihr dran, ne? Ich freue mich so, diese passiven Aggressionen dann ausleben zu können. Oh, die späte Rache, ey. Ich frage mich gerade, wollen wir jetzt hier weitermachen? Weil wir sind eigentlich aus dem Tomb of Giants raus. Ich richte mich komplett nach dir. Mach, wie dir gefällt. Ich bin leiser, stiller und begeisterter Beobachter. Also Tomb of Giants, wir haben ja Nito einmal angegangen und das nicht geschafft. Ich schaffe aber Tomb of Giants, glaube ich, auch nicht, wenn ich keine Divine Weapon habe, weil man eine göttliche Waffe braucht, um diese Skelette, die vor Nito sind, um die endgültig zu töten. Ja. Aber die müssen wir uns halt erstmal schmieden. Mhm. Was man natürlich machen könnte, aber jetzt, wo wir hier sind, können wir auch erstmal das machen. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Das habe ich mich immer gefragt. Das hier? Was ist dies? Keine Ahnung, da kommt auf jeden Fall einer dieser Bäume raus. Eine richtig große Glocke, die so ein bisschen so aussieht. Ich finde, das sieht aus wie ein UFO. Oder? Ja. Obwohl, nee, hier sieht es wieder aus wie eine Glocke. Dumm. Ja, hast du hier jemals die Glocke gesehen, die ja, du bist eigentlich doch, schlägt? Ja. Du schlägst die? Ja. Sieht man die auch hier? Ja, ja. Okay. Du bist. Ist das ist, du bist doch quasi dann gerade unter dem Lake of. Oder? Ist man da drunter?
Kann man das, da runter? Das ist halt der tiefste Punkt der Welt. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde hier übrigens sehr schön, dass sie hier hinten einfach mal 20 Taurus-Dämonen hingestellt haben. Ja. Und habe mich auch sehr erschrocken, als ich das erste Mal hier war und da dann ein Capra-Dämon. Kannst du die Gegner aufhetzen? Sicherlich. Pass auf, ich gebe dir mal den Controller und dann kannst dann mach ich du das schon mal. Ne? Ich bin allerdings so eine langsame Waffe nicht so richtig gewöhnt, ehrlich gesagt. Ja, lass mal Leo fragen, dass er. Ah. Oh. Das ist eine Farbe. Oh. Ah. Das ist hart. Das war schieße. Das war zu einfach. Wir haben wirklich lange nicht mehr zusammen aufgenommen, fällt mir. Ja, du bist gerade schon wieder enttäuscht gewesen, ne? So, ach ja, enttäuscht, so. Ja, doch, die Enttäuschung, das, die das normalerweise. Fehlte. Normalerweise ergibt sich diese Enttäuschung über die Sprüche ja, so. Weil man sich daran gewöhnt. Aber wenn man dann. Also, man muss sagen, Tom hat gerade Urlaub, deswegen sehen wir uns auch im Büro nicht. Und ich war eine Woche krank mit Grippe. Ja. Deswegen, ach Tom, endlich sehen wir uns wieder. Ja, ich hast dich ja ein bisschen erotisch aufs Bayern-Fenster gestellt. Dankeschön. Kein Problem. Warum habe ich das wirklich gemacht? Die sehen das doch gar nicht. Ah, du hast Kappa besiegt. Das ist Wahnsinn. Yeah. Real Dark Souls beginnt hier. Jetzt, so. Jetzt wirklich. An der Stelle war ich aber tatsächlich ein bisschen enttäuscht vom Spiel, weil sie hier ganz schön viel recyceln. Das also recyceln sowohl diese Endgegner als Zwischengegner, als auch einen Endgegner als noch einen Endgegner. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie den letzten Endgegner auch recycelt hätten, weil dann wäre es nicht die größte Scheiße gewesen, die ich hier erlebt habe. Was, wenn sie was? Wenn sie den letzten Gegner dieses Bereiches auch recycelt hätten. Ja, den, achso, ich weiß wieder, was. Ja, letzten. Bei den Capra-Dämonen hier habe ich mir gesagt, fuck it. Also tatsächlich, das war, glaube ich, das erste Gebiet, was ich, wir sind doch da jetzt bei den letzten Vieren quasi, ne? Bitte? Wir müssen gerade die letzten vier Seelen da holen, ne? Genau, für, ja. Und das war das erste Gebiet, was ich gemacht habe. Oh, man kann ja einfach runterdroppen, ohne den Weg lang zu gehen. Ja. Alter. Oh shit. Das war mir neu. Deswegen sage ich ja, bei den Capra-Dämonen dachte ich mir, fuck it. Das muss ich nicht. Das bringt übrigens eigentlich was, wenn man Knöpfe drückt. Hab ich also jetzt gerade nicht, wie du siehst. Ich habe Trivia gesehen, was du mir jetzt mal verlinkt hast. Ja. Was kann ich gerade sagen? Genau, das war das erste. Ich wusste Gebiet. Aber gar nicht, dass sie mich ganz aufessen. Sorry, dass ich dich ständig unterbreche. Nee, schon okay. Bitte, Robin. Muss ich kurz aufstoßen. Ja. Das war das erste Gebiet, in das ich gegangen bin, von diesen vier Endgebieten. Und das war auch der Punkt im Spiel, wo es meiner Meinung nach immer leichter wurde. Bis dahin fand ich es wirklich ziemlich schwierig. Beziehungsweise, was kommt nach Anolondo? Genau. Was? Nach Sands Fortress kommt Anolondo und dann ist man ja. Da, genau. Und Anolondo fand ich halt noch, fand ich halt schwierig wegen dem Aufbau, sage ich mal, weil ich mich ja ständig verwirrt habe drin. Und weil natürlich die beiden Endbosse der absolute Wahnsinn sind, von der Schwierigkeit her. Aber ich war halt ziemlich aufgelevelt, weil, das habe ich ja schon mal erzählt, ich sehr lange Zeit vor dem Giganten, wie heißt dieser Steingigant nochmal? Iron Golem? Genau. Vor dem habe ich ja mich immer wieder beschwören lassen. Ach so. Und dann war ich halt mega aufgelevelt. Also weil du bekommst ja jedes Mal dann irgendwie so zigtausend Seelen und am Anfang, also ist ja noch relativ Anfang dann, kannst du dich dann mega aufleveln. Und dann war halt Anolondo trotzdem noch schwer, obwohl ich aufgelevelt war. Aber sobald ich halt in diesem Gebiet war ich dann vom Skill her sehr gut und auch vom Leveling so gut, dass ich da im Grunde fast durchgebreezed bin. Was ich ein bisschen schade fand. Hier jetzt meinst du? Mhm. Die komplette zweite Hälfte. Ich fand die komplette zweite Hälfte sehr, sehr viel einfacher als die erste Hälfte. Fuck. Ging das dir nicht so? Es kommen halt noch so ein paar Sachen, die ich halt gar nicht kannte, die mich wirklich gestört hatten, aber. Lass doch drüber reden. Die Leute, die uns zugucken, kennen Dark Souls schon. Meinst du? Ja, wir haben einfach nicht gespoilert, weil du es ja noch nicht kanntest, aber jeder, der bei uns zuguckt, der kennt schon. Kann sein. Also, ich fand den Gegner von dem Gebiet hier ein bisschen nervig. Mhm. Dieser komische Käfer. Ja, das stimmt auch. Aber vor allem. Weil ich den noch nicht verstanden habe, bis heute nicht. Nee, bei mir war es vor allem wegen Kamera und weil es ein. Das übelst asoziale Kampfareal ist, in dem man gegen den kämpft. Und das ist auch kein wirklicher. Also, der war einfach überall Arme und dann war er halt da. Aber ich hatte nie so wirklich. Also, ich habe noch nie koordiniert gekämpft. Die größten Probleme in dem Spiel hatte ich mit dem Gegner, bei dem die Leute sagen, das ist. Oh, das war unglücklich gedroppt. Das ist der einfachste, nämlich. Der Endgegner. Genau, Gwyn. Mehr ähnlich. Weil ich kann nicht parieren. Ich kann es auch immer noch nicht. Ich habe es versucht zu lernen, ich kann es immer noch nicht. Ich habe mich dann entschieden, okay, besiegst du halt Gwyn normal sozusagen.
Und das hat dann auch geklappt. Und wenn man das dann mal drin hat, dann ist der auch nicht so schwer. Aber am Anfang ist es halt dieses ständig Verrecken bei dem Typen. Gott, wir haben ja Feuerbälle, fällt mir gerade. Ach, aber nicht komisch. Lightning Bolt. Aber machen die Schaden bei dem Typen? Nein, nicht so wirklich. Mach mal 42 Schaden, dann stirbt der instantly. Verstehst du, per natürlich die Galaxis. Ja, lustig. Ist ungebildet. Ungebildet? Ja, du kannst per natürlich die Galaxis offensichtlich nicht. Ach, das ist nervig hier auch mit so einer langsamen Waffe. Jetzt töte den nochmal, Tom, was soll er denn? Mann! Könnte meinen, du hast noch die Dark Souls gespielt. Das ist ja zum Glück nur der eine. Da ist noch, da ist doch noch einer. Ist ja ein Trauerspiel, das hat ja. Ja, er darf mich halt auch nicht. Genau, das darf ich nicht machen! Oh, das war. Das war nicht richtig Spiel. Das war nicht so. The Clipping was not right. Oh, sorry, dass ich mich jetzt wieder dämlich anstelle. Ich konnte mit dem Schwert auch nichts anfangen, ehrlich gesagt. So ein bisschen. Wer hat das eigentlich besorgt? Oh. So, okay. Aber jetzt ist ja alles gut, jetzt haben wir ja das Bonfire. Wir sehen ein bisschen aus wie ein fetter Priester oder sowas. Haben wir jetzt eigentlich auch Leo. Guckt ihr uns noch zu? Ja, denke ich mal, ne? Oh mein Gott. In dem Fall soll er sich gegrüßt werden. Ich verspüre ein bisschen Druck jetzt. Achso, du meinst so dieser Legacy. Ja, ich weiß ja, wie er sich bestimmt aufregt, ganz über meine Sprüche, aber ich kann nicht unmittelbar. Oh. Eigentlich macht es mich ein bisschen traurig, weil ich diese Wut nicht schmecken kann. Achso, das heißt, es fehlt dir jetzt quasi. Ja, sonst saß er nebenher und ich konnte so laben da dran. Das geht nicht mehr. Leo. Klingt falsch. Leo, lass mich an dir laben. Ich glaube gerade, fühlt er sich eher bestätigt in seiner Entscheidung. Well done! So. So, hier kommt doch nicht noch so ein Viech. Das hier ist übrigens woanders, ja. Der Endgegner. Was? Das hier ist der Endgegner. Das Viech da rechts? Ja, das ist diese. Warum ist die da? Was? Na, weil die da hier schon dran klebt. Das haben die einem hier. Ach, warum klebt die da? Weiß ich nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Die sind auch. Ich verstehe geschichtsmäßig nicht, wie sie. Hä? Wieso denn? Du läufst doch geradeaus und dann ist sie vor dir. Wie kann sie denn da hingekommen sein, wenn sie da jetzt klebt? Und warum naja, das wird ja in der Zwischensequenz gezeigt, weil da, wo du bist, ist, glaube ich, hier unten irgendwo. Ach so. Du gehst ja immer tiefer. Ist das so? Ja, ja. Aber warum reagiert sie denn jetzt nicht? Das ist ja seltsam. Habe ich nie gesehen. Aber guck mal, ey. So, hier dachte ich mir übrigens. Fuck ja, shit. I know what you mean. Ich meine, da links ist das. Fuck this shit. Screw you guys, I'm going home. Oh, hast du das mit den Zensuren gelesen? Ja, aber die stimmen ja nicht. Doch, heute, also, heute kam ein Update von ach, heute Ubisoft kam das bestätigt. Update. In ganz Europa, inklusive England, gibt es 7 Schnitte à 20 Sekunden. Nämlich das, was du gehört hast. Hast du da, die haben vor ein paar Monaten mal davon berichtet, dass so Analproben, weißt du, dass dann Koala eingeblendet wird und so. Analproben hast du das gesagt? Analproben, ja, whatever. dass in Australien Koalas eingeblendet werden stattdessen und ein Text von Troy Baker und angezeigt wird. Und Matt Stone, hast du das gelesen? Nee. Okay, also ist so, die haben von Anfang an, dass es halt die News gab, dass in Australien die Szene, wo er die Anal Probe platziert bekommt. Und da steuert man ja. Man steuert ja, wie man ihm die Analsonde einführt. Und in Australien, das war die News damals, ist das nicht spielbar, sondern das wird in sehr blumigen Worten in einem von Matt Stone und Trey Parker geschriebenen, sehr lustigen Text quasi mega heftig erklärt und eigentlich viel schlimmer erklärt, als eigentlich ist. Okay. Weil sie quasi die Zensur damit verarschen. Die Sache ist, heute wurde bestätigt, dass es 7 solcher Zensuren gibt und die in ganz Europa inklusive England gemacht werden. Okay. Nur die amerikanische Version an Cut sein und das ist richtig heftig. Weil das sind wirklich 7 Schnitte, 20 Sekunden, wo einfach das Bild schwarz wird und du eine Texttafel bekommst. Was? Ja. Also der Saints Row 2 Zensuren. Ja, wo dann halt so eine Texttafel stattdessen kommt. Also das ist richtig krass. Und dass sie einfach, das ist eine Marke, das war keine Zensurbehörde, die gesagt hat, sondern es war Ubisoft Europa, die gesagt haben, das ist uns zu krass, das ist uns nicht politisch korrekt genug, wir schneiden es raus. Okay. Du musst es quasi, und ich weiß auch, zumindest in Deutschland ist es so, dass es auf dem PC IP geblockt ist. Dass das du kannst die amerikanischen nicht spielen? Genau. Dass du nicht spielen kannst. Das wird der Piraterie aber so die Bestätigung geben. Also die einzige legale Variante ist, wenn du eine PS3 hast, dass du es aus Amerika importierst, weil die Region free ist.
Xbox kann sein, da ist normalerweise Region Locked, aber das ist ja von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ja. Aber PS3 ist immer free. Richtig zum Kotzen. Das asozial. Richtig ekelhaft. Okay, nee, ja. Ich dachte nur, du meinst jetzt diese Paladin-Nummer, die sich ja. Nee, das wurde dementiert. Aber das wäre weniger schlimm gewesen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich brauche wirklich eine andere Waffe. Ich kann mir auch vorstellen, wie pissed Obsidian und die Southwark Studios waren. Ja, vor allem, ich dachte, der Publisher-Wechsel wäre jetzt für die jetzt nicht so dramatisch. Nee. Also THQ scheint ja offensichtlich kein Problem damit gehabt zu haben. Ja, ja. Und dann kommt sie zum neuen Publisher und dann sagt er, nee, das South Park derben Humor besitzt, das geht damit nicht. Konnte ja keiner rechnen. Echt bitter, echt bitter. Okay, wir haben echt keine guten Waffen. Ich könnte diese Gargoyle. Ich meine, wir haben ja ganz viele eingelagert, ne? Wenn du am Feuer bist, kannst du ja mal. Haben wir das? Ja. Tom, der hat auch die ganze Endless. Andere. Warte mal, wir hatten noch mal irgendeinen, der mit uns gespielt hat, die Spiele, Tom, oder? Haben wir auch irgendwas Gutes? Ja, weiß ich nicht, frag Tom. Ein Black Knight Sword wäre schön, aber da wünsche ich mir zu viel. Schön ist, du kannst halt machen, was du willst in dieser Folge, wenn es noch die gleiche Folge ist, weil halt nur das eine, das nur Lego-Thema ist, deswegen kannst du alle Probleme haben, die du möchtest. Achso. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Eigentlich sehr befreiend. Eigentlich sollten wir immer jemanden irgendwie immer den Abschied ankündigen von irgendjemandem. Das wären ein paar spannende Wochen dann. Ja. Hast du es halt gefunden? Ich habe jetzt mal einfach nach ein paar Speere gefunden, die, glaube ich, ganz gut. Speer? Oh, habe ich noch nie benutzt, ein Speer. Spannend machen, die ich auch benutzen kann. Das war immer zu schwer. Ja, aber guck mal, das geht's. Nee. Speer. Das war mir zu schwer. Nee. Leute. Mit denen kann man wenigstens schnell angreifen. Also ich glaube, das Zweihänder bin ich wirklich nicht gewohnt. Hm. Ich überlege gerade, was ich für eine. Ich hatte, wie gesagt, dieses Fury Sword beim Hauptcharakter. Hm? Und den Gold Tracer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der das, sagt mir was, aber ich. Das ist so ein kleiner Dolch im Endeffekt, den man kriegt, wenn man die Tussi platt macht, die beim Astorias of the Abyss DLC Astorias nachweint. Okay. Oder wenn man mit ihr redet. Ja, den hat sich dann, aber ich habe jetzt keinen Eindruck dazu wirklich. Ja, der ist halt einfach nur eine sehr schnelle, sehr gut mit Agility skalierende Waffe. Und ich bin halt ein auf Beweglichkeit und Endurance. It's no Baller's Height Sword, go. Und was ist schon Baller's Height? Ja, ist doch total krass, wie wir einfach so mega kleine Leisten nur haben, ne? Aber zurück zu Dark Souls. Hast du den jetzt lange überlegt? Oder? Nee, das ist mir gerade, während ich das sagt, so eingefallen tatsächlich. Ach so. Nee, das. Nee, Tom. Also, da bin ich jetzt auch ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt. Dass du das. Nee. Warum mache ich das immer? Ich stelle mich gerade wirklich nicht gut an. Das ist ein bisschen peinlich für alle Anwesenden. Ja. Dabei sind die Dudes eigentlich gar nicht so problematisch. Das ist nur einer. Ja, Dudes. Nee, aber den gibt's ja mehrmals im Spiel, das meinte ich. Ja, aber die anderen brennen nicht. Nee, aber sie haben genau den gleichen. Aber sie brennen nicht. Kampfset. Man muss eigentlich hinter das sie haben kommen. Die nicht. Den Angriff haben die nicht. Doch. Was? Nein. Doch. Den haben wir doch nicht. Der Asylum. Oh, hast du deinen Fuß gesehen? Ja, der Asylum Demon hat den Angriff nicht, aber der Stray Demon hat den Angriff. Was ist mit seinem Fuß los? Was denn, flippt der immer noch rum? Der hat gerade wieder umgeflippt. Hm. Ja, aber dann haben sie ja nicht all das gleiche Moveset. Ja, aber. Offen, offen. Aber versucht sich daraus zu reden, Tom. Der Krepp redet. Alter, wie wir keinen Schaden machen, das ist ja unfassbar. Nee, wird doch nichts mit dem. Ja, vielleicht sollte man tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen leveln einfach. Und dann müssen wir bei uns erzählen währenddessen, so podcastmäßig. Man könnte. Weil der ja, Random Encounter jetzt jede Woche bei Dark Souls. Ja, schön. Man könnte den eigentlichen Stray Demon mal angehen. Weil da sind auch ein paar Black Knights und wir haben ja diesen Serpent Ring. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da was Gescheites droppt, ist jetzt. Können wir gerne machen. Auch ganz gut. Hat dir Tobi eigentlich schon erzählt, wie das mit dem Respawn funktioniert in Dark Souls 2 mit den Gegnern? Ja, dass das nicht mehr so zuverlässig ist. Nee. Das wäre mal was anderes. Achso, was meinst du denn? Das,
die Gegner respawnen nicht unendlich. Ja, ja, nee, das meinte ich jetzt auch. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Die Gegner respawnen quasi 10-mal. Und dann respawnen sie einfach nicht mehr, sondern dann musst du irgendeinen Gegenstand verbrennen, damit die Gegner wieder auftauchen. Aber das hat Tobi vom PR-Menschen von Bandai Namco gesagt bekommen. Aber er hat nicht gesagt bekommen, was für ein Gegenstand er verbrennen muss. Deswegen hängt er quasi fest, weil er leveln muss, aber er nicht mehr leveln kann, weil die Gegner nicht mehr respawnen. Das ist eigentlich eine sehr coole Mechanik, finde ich. Ja, es ist halt interessant, weil es zum einen eigentlich, glaube ich, dazu da ist, um Frust zu verhindern. Mhm. So ein bisschen diesen Wiederspielfrust. Aber zum anderen halt auch Farming schwer macht. Naja, das kommt ganz drauf an, wie was für ein Item. Ob das schwer zu bekommen ist. Was ich mir fast nicht vorstellen kann. Ja, andererseits Dark Souls. Aber ja, ich finde halt den Gedanken cool, durch die komplette Welt. Weißt du, was doof ist? Was denn? Dass wir jetzt 20.000... Ja, das ist wirklich doof. Aber dass wir auch 20.000 Seelen gerade liegen lassen. Ich meine, 20.000 ist eigentlich nicht so viel. Ich sterbe jetzt einfach nicht. Ja, okay. Was soll ich gerade sagen? Wir waren gerade bei diesem Respawn. Genau. 2D. Ich finde deinen Gedanken sehr, sehr cool, dass du dich vielleicht dann durch die komplette Welt von Dark Souls 2 laufen kannst und die sie einfach angucken kannst, wenn du alles zehnmal besiegt hast. Und die ist irgendwie so, weißt du, irgendwie. Ja, ja. Finde ich total die coole Gedanke. Naja, man hat nie die, oder zumindest nicht so einfach die Ruhe, sich die Sachen wirklich auch mal anzugucken. Wobei, man muss sie ja dann schon 10-mal besiegen. Also. Ja, aber wenn ich so viel spielen werde wie Dark Souls 1, was ich mit Sicherheit machen werde, dann... Das stimmt. Das soll ja auch vom Wiederspielwert her nochmal besser werden als der erste. Weil hier ist ja wirklich das, was sie machen, ist ja einfach nur Leben und Schaden erhöhen. Hm. Ich wollte eigentlich runterspringen. Voll nicht einfach das. Und da glaube ich, dass sie, oder hoffe ich zumindest, dass sie dann Gegnerpositionen und sowas nochmal ändern. Und Gegner aufkommen. Das war nicht. In einem New Game Plus. Achso, du meinst nicht, wenn sie respawnen, sondern im New Game Plus. New Game Plus, ja. Ey, das wäre cool. Oder ist das so? Das weiß ich noch nicht. Okay. Ich bin der Meinung, das mal irgendwo gelesen zu haben, aber ich weiß nicht, wie offiziell das war. Waren wir hier eigentlich schon mal? Ich meine mich zu erinnern, dass wir ungefähr 38 Mal dran vorbeigesprungen sind. Aber man kann sich auch auf Rollen. Ja, oder Rollen. Es kann aber auch sein, dass ich das irgendwo gesehen habe. Nee, also ich weiß, dass wir das hier auch mal gemacht haben, hier hinzukommen. Aber ich weiß nicht mehr genau, ob wir den Stray Demon gemacht haben oder ob Leo den eventuell gemacht hat. Den haben wir nicht besiegt. Ja, aber Leo kann. Sicher. Also Leo hat ja mal für uns ein bisschen Humanity und sowas gefarmt. Vielleicht hat er das auch geholt. Ach so. Der wird ja keinen Content gemacht haben, ohne dass wir es gesehen haben. Dieser er hat ja Lord Trek auch gekillt. Öl. Das hat er ja auch gesagt. Deswegen haben wir ja diesen Ring. Okay, stimmt. Ja, aber das war ja gut, der war ja nervig. Ja. Ich habe Lord Trek in dem anderen Run, den ich gemacht habe, gleich am Anfang gemietet. Dann tötet er den Firekeeper gar nicht erst und man hat sofort den Ring. Was der ist natürlich. Ring denn? Na, den Ring of Favor and Protection. Ach so, der den 20%. Ich benutze den. Ja, ich dachte, super. Nee, ich habe nur gedacht, ja, irgendwann, wenn ich ihn abziehen will, dann. Ja. Hab ich ein Problem. Ich zieh den halt einfach nicht mehr ab. Ja, das machen ja alle so, außer mir. Ich dachte mir so, aber irgendwann. Vor allem im New Game Plus habe ich ja jetzt inzwischen noch einen. Also selbst wenn. Kannst du den beide anziehen? Ja, verrückt. Geht das? Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber den zweiten Slot brauche ich jetzt schon. Das wäre echt ein krasser Gedanke, ey. Darauf zu kommen. Ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht. Weil der zweite Slot ist mir so wichtig, weil du ihn ja an einer Stelle dann auch wirklich mal brauchst. Ach so, bei den Abyss. Ja. So, dann sollte ich aber an der Stelle. Ach nee, den Serpent Ring haben wir drauf. Ich glaube, ich dachte, wir speedrunnen das jetzt eben schon in zwei Parts. Ach so, nee, tut mir leid, dass ich dich dann enttäuschen muss. Übrigens. Weil wir haben schon noch eine Menge vor uns tatsächlich. Wir sind ja wirklich erst bei der Hälfte oder sowas. Naja. Also ein bisschen drüber, aber wir haben ja noch keine Lord Soul. Oder? Nee. Doch. Welche? Nito? Sith? nicht Sith? Sith? Nee, wie heißt der? Seath. Seath the Scaleless. Ja. Aber Seath nicht? Nee, da waren wir doch nicht mal. Seath nicht gut. Und wen gibt's noch? Nito, Seath. Four Kings und. In den Kommentaren. Bad. Bitte? Bad of Chaos. Bed of Chaos. Stimmt, wir haben echt noch keine Lord Soul. Richtig. Wir haben noch die Hälfte des Spiels vor uns, Alter. Und wollen wir hier, jetzt haben wir ja die Puppe. Wollen wir Painted World machen? Ja, würde ich schon sagen. Wenn schon, denn schon, wa?
Painted World finde ich ganz cool. Übrigens auch Trivia, erstes Gebiet, was hier entwickelt wurde für Dark Souls. War's, Tom? Ja, wirklich? Ich habe diesen einen Kanal, den ich jetzt tatsächlich auch öfter mal gucke, dessen Namen ich leider immer vergesse. Irgendwas mit V. Der sehr, sehr coole Videos Trivia. Macht. Eventuell packe ich's. Halt doch mal den Mund. Eventuell packe ich's in die Beschreibung. Sonst hatte ich immer Leo, der so auf dich reagieren kann und das, jetzt muss ich mich darum. Ich wollte gerade sagen, da wäre schon vor 3 Minuten die Ansage gekommen. Jetzt aber gut hier. Dieser Knabe jetzt komplett abstürzen. Kann Torben mal die Fresse halten? So eine Scheiße. Abstürzen von seinem Fame. Ja. Oh Gott, all das YouTube-Money, was wir jetzt verlieren. Das ist übrigens eine Schweinerei. Wir können ja immer noch nicht unsere Videos, das ist wirklich Schweinerei, monetarisieren. Und eigentlich sollte das schon längst wieder gehen. Das war ja. Wir müssen jetzt nur noch durch 2 teilen, weißt du? Final Fantasy, ja. Die Chance, verdammte Kacke. Final Fantasy hat uns das ja eingebrockt. Ja. Und eigentlich sollte es wieder okay sein. Und ist es nicht. Und ich habe YouTube jetzt auch schon angeschrieben, den einen Kontakt, den wir da hatten. Ja. Und wurde nur auf die FAQ-Seite verwiesen. Mann, ey. Und es ist kein Black Knight-Kram gedroppt. Das ist doch scheiße. Kannst du den nicht mal über Giga-Account anschreiben? Ich habe da auch einen Kontakt, ja, aber ich weiß nicht, wie viel das. Ja, mach das doch mal. Ja, aber YouTube ist doch so stur. Ja, YouTube ist ein Arschloch. Da musst du mal ein bisschen reinhauen. Sieh mal eine Frau, was? Ja, vielen Dank. So, den sein Schild könnte nützlich sein. Ah, krass, der lebt dann ja hier. Ich habe gestern Sin City geguckt, deswegen bin ich ein bisschen masochistisch heute veranlagt. Zum ersten Mal aber nicht, oder? Ja, zum zweiten Mal, weil ich das erste Mal gesehen habe. Okay, ist bei mir auch schon ewig her. Und meine Fresse, das hässliche CGI-Effekte. Boah, leckt mich am Also damals war ich das cool, weißt du, kann man sich das heute nicht mehr angucken. Das ist 10 Jahre alt. Sin City ist doch nicht 10 Jahre alt. Das ist 9 Jahre alt. Der kam Anfang 2005 raus. Mindestens 2005. Was? Ich bin gestern auch fast zur Schule gefallen. Sin City ist fast 10 Jahre alt. Das ist unglaublich, ne? Das ist wirklich mehr als gedacht. Und wenn du dir dann so anguckst, denkst du, oh fuck, der ist ja 10 Jahre alt. Weil so, es hat halt so einige komplett CGI-Szenen, wenn die Autos gezeigt werden. Ja. Und also, mein lieber Herr Gesangsverein. So schlimm, ja. Ja, ist wirklich furchtbar. Hat mir tatsächlich auch nicht so gut gefallen beim ersten Mal. Könnte ich mir dann auch vorstellen, dass das bei mir nicht anders ist, aber was macht der eigentlich gerade? Der macht doch. Wer, Rodriguez? Nee. Frank Müller? Na doch, Rodriguez. Achso, ja. Der Kampf von Rodriguez. Sin City 2 kommt im September. Okay. 18. September. Und ich dachte so, Mann, das hat jetzt aber ein paar Jahre gedauert, das Sequel. 10 Jahre später kommt das Sequel. Okay, 9 Jahre, ich übertreibe mal ein bisschen, weil 10 Jahre besser klingt. Ja. Also so viel Zeit darf man sich nehmen für ein Sequel. Ja. Das ist krass, ey. Aber dieses Jahr kommt viel. Ich habe eine Liste für Film geschrieben, bei 3D-Filme, die kommen. dieses Jahr. Und ich bin positiv überrascht, denn fast alle Filme, die dieses Jahr in 3D kommen, sind in 3D gedreht worden, tatsächlich. 2 Filme nur. Ich glaube, nur Spider-Man und Guardians of the Galaxy waren die einzigen beiden Filme, die nicht in 3D gedreht wurden, sondern konvertiert wurden. Das ist ein schöner Wechsel. Du bist ja jetzt voll drin in diesem Thema, oder? Film. Ja. Ja. Ja, muss ja, muss ja leider, ne? Ne, ich weiß nicht, ob leider. Ich fand das damals tatsächlich ganz angenehm, als ich für Gamona im Praktikum die Kino-News geschrieben habe und dann mich damit mal beschäftigt habe und dann seitdem nicht mehr und überhaupt nichts mehr weiß von Filmen. Wir haben den Schlüssel hier nicht, oder? Doch. Krass. Ah, wie gut. Und weiß nicht, also ich finde es eigentlich total interessant, aber habe trotzdem scheinbar nicht die Motivation, es mir selbst freiwillig anzulesen, was so in der Filmwelt kommt. Deswegen ist es bei mir so oft, dass ich dann mal höre, okay, es wird ein Remake gemacht von Die nackte Kanone und ich denke mir, was? Ja, steht schon ganz lange fest. Was? Ja, ja. So, weißt du? Ja, ich weiß genau, was man jetzt auch. Mein Herz schlägt jetzt schon so sehr für Games. Ja, ist ja bei mir auch so. Also mir das schon besser gefallen würde. Jetzt haben wir natürlich gar keinen Puls mit diesem Equipment. So, dann machen wir den Stray Demon noch, dann haben wir gleich nochmal ein bisschen Übung für den Fire Sage. Ich freue mich über die Filme, die ich dann jetzt sehen. Also ich sehe jetzt halt mehr Filme, die ich früher nicht gucken würde. Mhm. Also ich habe jetzt nächste Woche gucke ich mir halt Need for Speed und 300 an. Und die würde ich halt nicht im Kino wirklich gucken, weil ich nicht bezahlen wollen würde.
Und wenn es auch früher rauskommen würden, wäre es vermutlich zu egal. Aber das finde ich dann so ganz interessant. Need for Speed, freust du dich darauf? Nee, also aber kostenlos kriegen halt. Also weiß nicht, ich finde es eine gewisse Neugierde, aber. Ja, genau, das fasst sehr gut zusammen. Und dann habe ich, der geht halt, also, da kann ich euch länger sagen darf. Aber das ist ein echt langer Film. Das ist ein wirklich langer Film. Obwohl, das kommt ja eh jetzt noch. Der geht über 2 Stunden. Okay. Und ich weiß nicht so ganz, wie der Film über 2 Stunden gehen kann. Was da passiert ist. Diese Waffe. Es geht einfach nicht. Wie es hier auch keinen Schaden macht, dafür, dass er so riesig ist. Ja. Ich habe heute einen Typen gesehen, der sah genauso aus wie dieser Bienen. Was? Ja. Hä? Ja, so vom Bauchbereich und eben so der. Ach so. Wie so sein Bauch in seinen Schambereich überging, dass er einfach alles so in der Jogginghose runterhing. Sah wirklich genauso aus. Genau so sah er aus. Ja. Okay. Nur mit so einer wenig überdeckenden Jogginghose. Hat er auch so eine große Axt in der Hand? Nee, Gott sei Dank nicht. Irgendwas hat sich auch richtig so schön dem Körper angepasst. Ach so. Du hast alle Rundungen und. Es war körperbetont sozusagen. Ja, er war eben sehr wichtig, ja. Mann, war das schön. Und jetzt ist Leo nicht mehr da. Oh Mann. Robin. Entschuldigung. Tja, Leo, wärst du jetzt hier, könntest du mich dafür zu sau machen. Er kann immer noch Kommentare drunter schreiben. Konsequenzen. Stimmt, das kannst du machen. Ja. Aber das ist viel weniger befriedigend. Und Kommentare stören mich auch nicht. Achso. Ja. Liest du eh nicht. Doch, ich lese sie, aber negativ, also Kritik nehme ich zu Herzen, aber so Kommentare sind mir so voll egal, deswegen. Trifft mich das dann nicht. Wenn Leo so gegen mich gegenüber sitzt und mir so mit so einer unglaublich ehrlichen Stimme sagt, ja, wie unfassbar scheiße er mich gerade findet. Das ist dann so. Ob so, okay, ein Kommentar steht. Die Attacke kann ich nicht leiden. Die, ja, das ist auch mein. Das ist aber. Der Rest ist okay, aber das kann ich nicht leiden. Also wenn man hinter ihm steht, ist ja kein. Das ist Problem. Aber nicht der gleiche Angriff. Der hat den gleichen Effekt, aber der Angriff bei dem Feuertypen gerade war doch immer so mittig vor ihm. Und bei ihm ist das doch irgendwie so an der Axt, oder? Nein, er macht doch hier einmal das, was diesen. Ah, okay, das war's. Und einmal macht dann nochmal. Ja, du hast recht, du hast recht. Das ist wirklich viel zu langsam. Bitte? Hatschi, ich hab den nachgemacht. Ich hab nicht vergessen, wie hässlich. Wie hässlich das Viech ist. Wie was? Wie hässlich das Viech ist. So, da sieht man ihn so oft. Ja. Ja. Genug von. Jetzt bin ich jetzt nicht mehr drauf. Ja, das war jetzt wirklich peinlich. Ich stehe halt noch so nah dran. Gibt's da nicht einen Song, den du singen könntest für Dark Souls? Oder habt ihr das wieder abgebrochen? Dazu kann ich noch nichts sagen. Das. Dazu haben wir noch nichts angekündigt. Ja. Über DLC sprechen wir noch nicht. Ich kann keinen Kommentar geben. Ich muss jetzt mal den Pressesprecher spielen. Sicherheitshalber. Ach komm, ey, wann wollt ihr das denn machen? Wollten schon längst, aber. Ja, also wann wollt ihr das denn machen können? So. Also ich hoffe nächste Woche, aber wir haben immer so viel zu tun. Das ist genau. Allein schon mit den Standardsachen. Das habe ich auch in meinem Stream am Wochenende erklärt. Wurde quasi wieder gefragt, wann, warum und ja, ob. Ja. Und wann ich denn wieder zu Games gehe und ob ich wieder zu Games gehe und überhaupt. Und dass doch gerade so ein bisschen die Abwechslung fehlen würde im Videobereich. Ja. Ich habe auch gesagt, Leute, das sind halt 3 Leute. Ja, und im Video, also Videoschnitt machen wir ja zu zweit. Also das ist ja, mehr ist da nicht. Und allein schon die zwei Hauptformate, die zwei aufwendigsten Formate, Secrets und Trivia, nehmen halt viel Zeit weg. Yes. Aber die finde ich halt auch richtig toll. Ja, die Community auch, die laufen ja auch verdammt gut. So, Stray Demon besiegt, yeah. Ach so, ja. War schön. I came. Haben wir irgendwie Waffen, die man vielleicht erst später tragen kann mit mehr Stärke, die dann. Ah, die sind dann auch so schwer, oder? Ich wollte gerade sagen, wenn du die mit mehr Stärke erst tragen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hier hoch,
dass sie schwer ist. Ja, aber wenn sie wöhnlich ist, dann mal richtig Schaden machen. Ja, was gibt's denn für eine Waffe, die du haben willst? Vielleicht sollten wir einfach mal farmen. Obwohl, wir haben ja vielleicht die Souls. Dann könnten wir uns nämlich Quillaks Schwert machen. So. Ja, wir haben ja alle Souls noch. Okay, dann brauchen wir nur ein Krummschwert, was ja plus 10 hat. Wie auf Krummschwert auf Englisch. Krumm. Ja. Ich glaube, Skimitar zielt. Skimitar. Pokémon. Skimitar entwickelt sich zu Krummschwert. Nee, zu Quillaks Fury Sword. Nee, wie heißt das Krummschwert nochmal in Pokémon X? Was? Da gibt's doch ein Schwert. Achso, das Pokémon. Schwert, ja, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ach, guck mal, hab ich krass den Bogen gespannt, wa? Ja. Ja. Ich habe allerdings das Pokémon schon wieder vergessen, weil es so dämlich ist. Das ist ein Schwert. Wobei, eigentlich finde ich das Pokémon gar nicht so schlimm. Ich müsste Pokémon weiterspielen, fällt mir gerade mal ein. Das ist ein gutes Spiel, würde ich dir empfehlen. Ich will es auch weiterspielen, aber ich habe halt Pokémon und Bravely Default, was einfach so Monster sind, die so auf mich warten. Ja. Ist ein bisschen immer ein bisschen einschüchternd. Ich überlege gerade, ich glaube, ich gehe erstmal zum... Und Gravity Rush. Wobei ich da schon... Weißt du noch, wie viele Kapitel Gravity Rush hat? Ungefähr? Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß aber, dass es kein so langes Spiel ist. Also ich bin jetzt in Kapitel 8, glaube ich. Bin positiv davon überrascht, wie... Ich gehe direkt zum Schmied in Anor-Londo. Wie wenig ernst es sich nimmt. Ja, es ist ein sehr... Also ich mag auch den Hauptcharakter, auch wenn sie... so wirkt, als wäre sie sexualisiert am Anfang, weil sie halt sowas Komisches anhat. Aber ist sie charakterlich überhaupt nicht. Sie ist halt so ein richtig japanisches Mädchen, ne? Oh, was? Ja, ja. Aber es ist ein tolles Spiel. Wieso ja, haben wir ein... Ach doch, hier ist ja noch eine. Ich überlege gerade, bringt das was... Kann man sich... Ist Chamber of the Princess das mit Gwendolyn? Ja, das reicht davor. Okay. Dann ist das hier am besten. Wo willst du denn? Machst du zum Spiel schon schwimmen? Das kann zum nur der Spiel. Große. Und ich glaube, der verkauft auch die ganz normalen krummen Schwerter. Mhm. Ich glaube, ein Skimitar ist ein Krummschwert. Ich weiß aber gerade nicht und ich will nichts. Aber wir haben ja Gwendolyn in die Brust geschossen. Das war ja auch schwierig. Ja, das war sehr viel Aufwand, um Leo davon zu überzeugen. Mit überzeugen meine ich, mach! Dritt. War es total wert. Ja, ist alles schön dunkel und depressiv. Schon das andere Feuer gibt es jetzt ja gar nicht mehr, ne? Welches? Ja, das andere in Anor-Londo, das wird doch... Aber ich kann mich doch immer noch dahin porten. Also so. Das wurde nicht ausgelöscht. Schon, das würde erst auch... Aber das wird das nicht ausgelöscht? Was ist denn hier los? Naja, weil das Feuer aus ist. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, ja. dass sich dann guck verändert. An. Wer ist das da vorne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist da, weil das Feuer aus ist. Wir was haben sind das denn für Dudes? Ich bin mir sehr sicher, die haben einen krassen Pott, aber... I don't und das know. Sind Balder. Der eine hat ja Balder-Armor an. Ja, da scheinen ja auch irgendwelche Typen, also das sind ja keine Monster offensichtlich. Ja, das sind Spieler. Wo ist denn dunkel hier? Fuck. Mann. You're bad at video games. Krieg ihn nicht gewechselt. You're bad at video games, wenn man schlecht in Dark Souls ist, ist auch fies. Und ein Schlag, wenn man einmal getroffen wird in Dark Souls. Das ist so bad. Warum hast du denn jetzt schon wieder 25.000 Seelen? Achso, wegen des Heilung. Bist noch nicht gestorben, ne? Sterb mal nicht. Ich bin noch nicht gestorben. Ja, seit du von Asylum, von dem einen Dämon da weggegangen bist. Das heißt, da liegen noch deine 20.000 Seelen. Das heißt, sterb bitte nicht. Ach so. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Bin ich wirklich noch nicht gestorben? Mhm. Jetzt habe ich plötzlich Druck, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, aber ich komme auch gar nicht dazu, den mal zu backstabben hier. Die sind ja, beide so schnell. Man muss gleich erstmal einen Schluck trinken, glaube ich. Ja, aber dazu komme ich ja. Oh fuck! Targeting. Bei der Kamera. Hier diese Säulen benutzen. Ich möchte euch übrigens herzlichst empfehlen, Castlevania Lords of Shadow 2 zu spielen, trotz der Reviews. Obwohl, tatsächlich, ich habe heute eine Auflistung auf NeoGAF gesehen, wo irgendwie 20, 25 Reviews alle von 7 bis 9 waren. Okay. Die aber alle was kleiner waren, das waren nicht die ganz großen Seiten. Das ist tatsächlich total verschieden, aber die großen Seiten sind sich relativ einig. Yeah. Aber insgesamt tatsächlich, wenn diese kleineren Seiten mit drin wären und vor allen Dingen sehr viele ausländische Seiten, dann wäre es wahrscheinlich im 80er-Bereich tatsächlich auch. Ich frage mich, wie das kommen kann. Naja, in den Reviews erwähnen sie ja alle das Stealth-Element, dass sie das stört. Ja. Und die einen sagen halt, ja, es war doof, aber hat immer noch coole Story und coole Kämpfe. Und die einen sagen, und die anderen sagen halt, scheiß Stealth-Element, 4 von 10. Das war jetzt gut. Nein! I want it! Ach, verdammt! All the souls.
Naja, aber die kann ich jetzt also nicht. Du hast 8000 Seelen von dem einen bekommen. Ja, cool. Ich habe nicht mitgekriegt. Dann hol mal bitte wieder. Ja, die liegen ja relativ sicher. Da müsste ich mir ja ganz schön anstrengen, um daher zu sterben. Wieso? Spawn. Achso. Ich habe mich nicht ganz freigesetzt an der anderen Stelle. Verzeihung, Verzeihung. Thomas, die Lokomotive. Wobei ich sagen muss, diese zweite Hälfte mit den ganzen Lord Souls, die habe ich bisher nur einmal gespielt. Achso. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da so viel Übung habe, dass das alles flutscht. Aber du kannst auch bestimmt trotzdem die Abkürzung in den Duke's Archives benutzen, ne? Ich kann es ja nicht, aber es gibt so eine Speedrun-Abkürzung. Wenn du beim Aufzug in den Duke's Archives bist, kannst du so, während du hochfährst, zum ersten Versuch, kannst du da runterspringen auf die Ebenen, wo du danach hinkommst. Im zweiten Versuch. Okay. Und dann direkt in das Areal danach. Und das gibst du quasi so diesen ganzen Tower und ganzen Kram. Dabei fand ich die Duke's Archives ehrlich gesagt gar nicht so. Oh, ich habe mich da vor. Die spawnen nicht, die Dudes. Ich habe mich da mega verirrt. Aber dann wussten aus was schon. Ich habe aber auch Dark Souls mit einem Guide gespielt, muss man dazu sagen. Also ich habe jetzt nicht ewig alles versucht, selbst rauszufinden, wobei ich nicht sofort mit Guide rein bin in die verschiedenen Gebiete, sondern immer einfach das zu Hilfe genommen habe, gerade bei Bossen oder sowas. Ja. Weil das, was mich ja an Dark Souls am meisten ankotzt, ist dieses Sterben und dann den ganzen Scheiß nochmal machen. Oh, Dude, stark doch mal. Deswegen fand ich es auch absolut. Aber ich finde den Gedanken krass, halt Dark Souls 2 zu testen. Ja. Weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, nachzugucken. Und das muss doch das Frustrierendste halt aller Zeiten sein. Die Kollegen fragen von anderen Magazinen oder den PR-Leuten, aber die sagen einem ja in der Regel auch nicht so viel. Also ich habe mir Dark Souls 2 ja auch privat bestellt. Der hat nur 5000 gegeben. Also wir werden das in irgendeinem Umfang werden wir es halt auf jeden Fall hier spielen. Ja, ja, also damit könnt ihr rechnen. Dafür haben wir auch zu viel Freude dran. Ich habe mir auch sau viele Lore-Videos zu Dark Souls jetzt auch angeguckt. Ja, die habe ich schon alle durch, glaube ich. Weil das strafbar faszinierend ist, was diese Geschichte ist und gleichzeitig strafbar wenig einem davon eigentlich direkt erzählt wird. Wobei das ist ja auch irgendwo der ganze. Das ist der Reiz so ein bisschen, ja. Also wenn es erklärt werden würde, wäre es lange nicht so interessant. Ich fände es trotzdem angenehmer. Also man kann es ja. Ich verstehe diesen Ansatz, dass man die Story nicht so in den Hals drücken will von den Spielern. Aber sie in Item-Beschreibungen zu packen, finde ich dann doch trotzdem ein bisschen. Hast du diese 50 kleinen Schläge gerade gesehen? Ja. So, der hat natürlich kein Krummschwert, deswegen versuchen wir es einfach mal mit dem Skimitar. Ich glaube, das ist ein Krummschwert. Hä, müssen nicht? Nee, du musst nicht sofort, du musst zu Ascend oder wie das heißt. Ja, aber ich muss es ja erstmal auf. Oh, Lightning Zweihänder kann man hier draus machen. Auf plus 10 oder was? Genau. Erstmal muss ich es auf plus 5 oder plus 10 bringen. Ich guck mal kurz nach, bevor du jetzt die ganzen. Genau, guck mal nach. Half Sword, ne? Nee, was für was? Die. Nee, Crumb. Ich hatte Crumb? Ich dachte Halbschwert heißt es, aber heißt ja gar nicht. Crumb Sword. Ja, Breadcrumb Sword. Weißt du, was Krummschwert auf Englisch ist? Naja, Curved Blade oder sowas, aber es wird ja so nicht. Es wird ja so nicht beschrieben im Spiel. Ja, aber es gibt. Such einfach mal nach. Es gibt einfach eine Liste von was wozu gehört. Da. Ja, dann kannst du doch aber einfach nach Skimitar suchen. Ist das nicht leichter? Das kann ich machen. Dark. Und danach kannst du mal nach Quilax Fury Sword suchen. Wobei ich gerade überlege, ob das so schlau ist und ob wir uns nicht lieber eine andere Waffe machen wollen, die mit Stärke skaliert, ja, weil wir ja so viel auf Stärke gegangen sind. Wieder. Ich bin mir nicht sicher. Skimitar, oder wie heißt das? Skimitar. Also du spielst zwar, ich würde es dir überlassen. Ja, toll. Ihr habt mich in Stärke reingeleitet. Hast du nicht auch auf Stärke du? Gespielt? Ich habe auf Geschicklichkeit komplett gespielt. Bitte? Wie gesagt, Baldur's Heights Sword. Achso, okay. Ja, dann lass einfach umsteigen. Lass mal neu starten mit Baldur's Heights Sword. Das war das keinen Sinn mehr. Also bis Anor Londo brauche ich nur 3 Stunden, weil man kann ja komplett den Gaping Dragon skippen und wenn den. Wenn du das in deiner Freizeit oder so mal spielen willst, dann möchte ich dich davon nicht abhalten, Tom. Wir können einfach in meinen PC-Speicherstand rein und dann da. Also das wäre ja langweilig. Ja.
Außer wieder zurück zum PC, das wäre irgendwie ein bisschen absurd. Wenn jetzt wieder. Aber inzwischen habe ich ja DS-Fix und die Mods drauf, dass ja, das mit 60 Frames pro Sekunde läuft, selbst in Blighttown. Also und das ist schon Luxus. Steht nicht, was für ein Schwert das ist. Raw, Magic, Enchanted, Divine, Occult, Fire, Chaos. Nee, steht hier nicht. Dann suche ich wohl doch mal nach Curved Swords. Was? Nee, such mal nach Quillax Fury Dings. Things meinst du, ist eine englische Seite, Tom. Ja. Boah, mein Handy ist echt. Boah. Hier sind ja auch die ganzen Monster weg, wenn es dunkel ist. Das finde ich gerade total faszinierend. Oh. Kann ich mir ja das Ding hier vorne holen. Ey. Was denn? Mein Handy braucht für alles 5 Stunden seit ein paar Monaten. Aber ist das nicht bei jedem Smartphone so, nachdem man es ein paar. Also, ich habe noch nie so gedrückt. Ich weiß seit 5 Minuten, dass die Tastatur mal kommt. Okay. Scheiße mit der Scheiße hier, ey. Aber, vielleicht für uns auch langsam Gelegenheit, mal das Spiel zu wechseln. Können wir machen. Weil das dauert hier jetzt zu lange. Ich glaube, das ist die, der Firekeeper. Also der beim Feuer steht normalerweise. Ach so. Die beim Feuer steht normalerweise. Und die würde mich jetzt angehen? Die geht dich auf jeden Fall an. Ich weiß aber nicht, ob sie es ist. Aber das kann auch sein, dass die noch am Feuer steht. Auf jeden Fall greift die dich an, wenn die dich sieht. Im Feuer stand sie nicht. Ich war ja gerade am Feuer. Nee, bei dem Feuer. Da, ja. Wo sie jetzt auch stand. Ja, ja? Da war ich ja gerade. Achso, ja, dann ist sie das. Ja, sieht man. Das ist sie auch. Ja. Und dann geht das Feuer halt auch aus. Aber du bekommst dann eine Soul von ihr, mit dem du deine Essence Flask. Sieht aus, ob sie so ein Kreuz zu dir halten würde. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Ich sehe auch ein bisschen so aus, als wäre das notwendig. Stimmt. Sie ist nicht so der aggressivste Gegner, den ich hier gesehen habe. Boah, Handy, wenn du nicht langsam reagierst, raste ich aus. Willst du meins nehmen? Nein, ich habe ja schon abgebrochen. Ich komme jetzt ja noch nicht mal zurück seit 10 Minuten auf zurück und auf die Home-Taste. Ist es Red? Watch. Yay. Willst du dich nochmal zum Feuer begeben, dass wir vielleicht diese Session langsam zu Ende. Aber wieso muss ich mich da zum Feuer begeben? Ja, sonst müssen wir gleich so nochmal zum Feuer rennen, zum Speichern. Ah, nee. Ich kann noch einen Homeward-Bone benutzen. Das habe ich nie gemacht in meinem Spiel, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ja, aber man hat so viele davon, die kriegt man hinterher geschmissen. Ich starte jetzt original mein Handy neu. Ah, nee, geht nicht, weil es nicht darauf reagiert. Doch, jetzt schon. Außerdem will ich ja beim Schmied stehen bleiben, weil wir das ja dann klären müssen. Das machen wir dann aber so und genau. Beim nächsten Mal abschließend nochmal klären. Time to 3 geht weiter, keine Sorge. Genau. Ja, aber wenn du das jetzt sagst, dann ist das der so und so vielte Part von Dark Souls. Das ist okay. Das heißt, in dem Moment hat, glaube ich, schon jeder gemerkt, dass wir nicht aufgehört haben. Weil ja zwischendurch noch andere Videos kommen. Also, wenn wir das auf mehrere Parts bringen. Willst du das jetzt ein Part bringen? Oh Gott, warst aber jetzt entsetzt. Naja, weil das ist ja fast eine Stunde. Das war jetzt fast eine Stunde? Ja. Fucking Christ. Also es wäre vielleicht als Abschiedsfolge ohne ihn, wie heißt er nochmal, Leo, wäre das wäre das vielleicht ganz angebracht. Aber vielleicht auch nicht, weil wir müssen die Scheiße ja auch immer füllen, den Kanal, ja. Ne? Trotzdem möchte ich das nochmal kurz zu Ende führen. Der Kanal geht natürlich weiter. Wir machen... Ich hätte nicht widersprechen sollen, fällt mir gerade ein. Wir machen das nicht zu zweit auf Dauer, sondern wir machen das mit einem weiteren Gast oder einer Gästin. Nein, wir machen das mit einem weiteren festen Mitglied, ziemlich sicher. Und ich habe auch schon eine ziemlich sichere Bestätigung bekommen, aber noch keine ganz sichere, deswegen möchte ich das noch nicht ganz offiziell ankündigen. Aber the future will be glorious and you can be very happy about this. Because it will be great. Ich freue mich auf die Zukunft, während ich der Vergangenheit trotzdem hinterher weine. Ein bisschen. Ja, und er winkt der Vergangenheit hinterher. Tschüss, Typ. Wie hieß Leo? Tschüss. Miss you. Time to say good. Kannst du kurz in zwei Schwarz-Weiß Leo, so wie er lacht, ja, einwenden? Ja, kann in Schaltlupe. Na, na, na. Ach, wenn Leo lacht, dann war ich gut. Na, 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 na. Ausblenden. Tschüss, Leo.